Ich bin neulich über was Interessantes bei Chris Hogan gestolpert. Und zwar hat es weniger mit Investieren und Aktien zu tun, sondern vielmehr damit, wie man noch besser mit seinen Finanzen umgehen kann. Und zwar ist das der sogenannte Sinking Fund. Was das ist und wie er euch tatsächlich beim Umgang mit Finanzen helfen kann, das werde ich euch in diesem Video, in diesem Finanzsnack mal wieder erklären. Einige kennen das vielleicht, dass am Ende des Geldes noch sehr viel Monat übrig ist und wie man mit der Sache umgehen kann, ist jetzt zuallererst mal natürlich sparsamer leben. Nummer 1, man kann sich aber auch Nummer 2 einen Notgroschen besparen, der dann für Notfälle da ist. Das Problem ist aber, einige Sachen werden als Notfall abgetan, die vielleicht gar kein Notfall sind, sondern die tatsächlich planbar waren. Oder wären. Jetzt ist ja zum Beispiel die Frage, wenn mein Auto kaputt geht und eine Reparatur braucht oder wenn tatsächlich mal die vielbesagte Waschmaschine oder der vielbesagte Kühlschrank tatsächlich kaputt geht. Ja, ich habe in vielen meiner Videos, habe ich auch immer gesagt, und für den Fall, dass deine Waschmaschine kaputt geht, brauchst du diesen Notgroschen, damit du das auch bezahlen kannst. Aber ist das wirklich ein Notfall, wenn man weiß, dass irgendwann diese elektronischen Geräte kaputt gehen werden, aufgrund von natürlichem Verschleiß. Zählt das jetzt wirklich als Notfall oder wäre es eigentlich planbar gewesen oder ist es planbar? Und da gibt es natürlich die Ansicht, ja, natürlich ist es planbar und genau dafür kann man sich auch entsprechendes Geld zurücklegen. Also neben dem Notgroschen gibt es noch eine weitere Art der Sicherheit und das heißt im Englischen Sinking Fund. Auf Deutsch übersetzt hieße das sowas wie Tilgungsfonds und ich denke, das kommt ursprünglich daher, weil eigentlich Unternehmen Tilgungsfonds bzw. Sinking Funds dazu benutzt haben oder dazu benutzen, um die Rückzahlung ihrer Schulden besser zu planen, weil sie ja wissen, dass sie diese Schulden zurückzahlen müssen. Und so können diese größeren Rückzahlungen, die immer mal wieder anfallen, in kleinere Häppchen zerteilt werden. Und das ist es im Prinzip auch schon. Eine Tilgung im Voraus von Kosten, von denen man weiß, dass sie früher oder später auftreten werden. Oder dass sie vielleicht sogar auf jeden Fall auftreten werden, weil ich nämlich ein Projekt geplant habe, was dann und dann stattfinden wird, wofür ich bis dann und dann das entsprechende Geld auch brauche. Also ich weiß nicht, Tilgungsfonds klingt vielleicht ein bisschen komisch und unintuitiv erstmal. Vielleicht könnte man auch einfach sagen Verbrauchsfonds, Verschleißfonds, Verfallsfonds oder Reparaturfonds. Ich denke, ihr habt jetzt verstanden, worum es geht. Es sind alle Arten von geplanten Ausgaben, die in diesen Fonds rein können. Ich gebe euch ein Beispiel für so einen Sinking-Fonds, wie der theoretisch aussehen könnte. Wir wissen, unsere Waschmaschine, die wird irgendwann kaputt gehen, setzen wir da vielleicht mal 350 Euro an. Ich denke, 350 Euro, da kriegt man eine Waschmaschine für. Dann der Kühlschrank wird vielleicht auch irgendwann kaputt gehen, setzen wir mal 400 Euro an. Dann werden wir früher oder später vielleicht unser Auto reparieren lassen müssen und das wird uns vielleicht 2000 Euro kosten. Ich habe echt wenig Ahnung, was Autoreparaturen ankostet, weil ich habe keins. Ich habe kein eigenes, noch nicht. Ist auch nicht in mittelfristiger Planung oder so. Deswegen, ich hab wenig Ahnung, was so eine Autoreparatur kostet. Aber setzt mal einfach mal 2000 Euro an. Könnt ihr ja für euch nochmal selber die Zahl entsprechend justieren. 200 Euro vielleicht für einen Tierarzttermin. Das ist auch, kann passieren, ist relativ wahrscheinlich, aber man weiß jetzt auch nicht wann. Genauso wenig, wie man natürlich weiß, wann der Kühlschrank kaputt geht, wann die Waschmaschine kaputt geht oder wann das Auto tatsächlich eine Reparatur braucht. Aber es ist ziemlich sicher, dass all diese Sachen eintreten. Das heißt, wir haben jetzt mit all diesen Sachen zusammen einen Sinking-Fonds von 2950 Euro insgesamt. Ist nur ein grobes Beispiel. Es gibt aber auch Leute, die benutzen diesen Sinking Fund, um deutlich planbarere Ausgaben auch schon regelmäßig zu besparen. Zum Beispiel solche, die genau wissen, ich werde mir dann und dann mein altes Auto gegen das neue ersetzen und bis dann und dann brauche ich die 10.000 oder 20.000 Euro über, sonst kann ich mir das nicht leisten. Oder du planst eine Anschaffung irgendeiner Art und Weise, total egal, das kann eine neue PlayStation sein, von der du weißt, die kommt dann und dann raus, das heißt, oder ein neues Spiel, ja, für die PlayStation, da weißt du genau, das kommt dann und dann raus, das hat einen festen Termin und bis dahin brauche ich diese
was weiß ich, was kostet so eine PlayStation 500 Euro oder für das Spiel 50, 60, 70 Euro. Du weißt genau, bis dann und dann brauchst du diesen entsprechenden Betrag. Dann kannst du ihn dir zerteilen in monatliche Teilbeträge, die du ja monatlich in diesen Sinking Fund einzahlen musst, damit du am Ende auch das richtige, das komplette Geld zur Verfügung dafür hast. Je nachdem, auf welchem Level man jetzt diesen Sinking Fund durchführt, ist er natürlich auch mehr oder weniger aufwendig. Aber ich denke schon, dass dieses Modell einigen Leuten helfen kann, ihre Finanzen wirklich besser im Griff zu haben und nicht überrascht zu sein von den Ausgaben, von denen man tatsächlich ja eigentlich weiß, dass sie auftreten werden. Und deswegen fand ich diese Idee auch so cool und habe mir gedacht, das muss ich hier auf meinem Kanal auch mal bringen, damit ihr davon auch was habt. Und in Zukunft, da könnt ihr euch sicher sein, werde ich nicht mehr sagen, dass man die Spülmaschine oder die Waschmaschine oder den Kühlschrank von einem Notgroschen bezahlt, sondern dann tatsächlich halt vom Sinking Fund. Und ich hoffe, für euch war das genauso erhellend wie für mich, dass man da noch deutlich mehr tun kann, um die Finanzen besser in den Griff zu bekommen. Und wenn das so ist, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo nicht vergessen, damit du keine weiteren Videos in dieser Art und auch wieder andere Videos, wo es dann wieder um Aktien und das Investieren geht, damit du das alles nicht verpasst. Und dann danke ich dir sehr fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, was auch bald wieder kommt, und tschüss.